Herzlich willkommen hier beim Tagesorakel bei mir, bei Malkiel. Und ja, letzter Tag im März und ich freue mich, wenn ihr vielleicht mal unten auf den Link für den Mitgliederbereich schaut, denn da warten ganz viele tolle Sachen gerade im April auf euch. Und wir schauen rein, letzter Tag März, los geht's. So, meine Lieben, wir schauen hinein, was erstmal so die Botschaft des Tages für alle ist, ja, im Hier und Jetzt sein. Dein Körper erinnert dich daran, wie wichtig es ist, sich jetzt auf die Gegenwart zu fokussieren, genau in den MPE zu kommen. Und jetzt schauen wir rein für die einzelnen Elemente, beginnend beim Element Erde. Wow, der Eremit, heute folgst du einem inneren Licht. Du wirst einen neuen Mentor vielleicht auch gewinnen, der dich weiterbringt. Du packst dein inneres Wissen aus. Und hier kommt jetzt eine Zeit, die Verpuppung ist heute und dich richtig toll vorbereitet auf den April. Für das Element Feuer. Und auch gleich eine feurige Karte, Ass der Kelche, Kraft, Energie, Stärke, Leidenschaft, ja, emotionale Stärke und vor allen Dingen Neuigkeiten im emotionalen Bereich für das Element Luft. Die Gerechtigkeit. Du erwartest vielleicht eine Entscheidung oder musst heute eine Entscheidung treffen, ja, passt auch zum Element Luft, das ist ja die Waage auch ganz klassisch, ja. Es kommt heute vielleicht auch der Ausgleich einer Sache, auf die du wartest und das wird richtig gut werden. Fürs Element Wasser, Ass der Stäbe, wow, mega, Erneuerung, Kraft, Vitalität, Durchsetzung. Heute ist wirklich ein Power-Tag für alle Zeichen oder für alle Elemente. Und ja, ich wünsche dir einen tollen, tollen Dienstag.